Liebe Schwestern und Brüder, ich habe das Büchlein schon öfter genannt hier, aber der Titel ist immer so packend und trifft die Sache auf den Punkt, dass ich das noch einmal wiederholen möchte. Ein Büchlein vor etlichen Jahrzehnten geschrieben von Heinrich Spähmann. Es heißt, und das ist zugleich die Überschrift über die ganzen Weihnachtstage, wenn wir so etwas wie eine innere Überschrift suchen oder vielleicht auch brauchen. Sie heißt Orientierung am Kinde. Spähmann schreibt dieses Büchlein im Blick auf das ganze Leben, auf das ganze Tun Jesu. Und er schlüsselt es von daher auf. Ein Büchlein über das Matthäusevangelium. Orientierung am Kinde. Uns, die wir jetzt heute keinen Matthäustext gehört haben, sondern aus der Kindheitsgeschichte des Lukas, kann das trotzdem eine hilfreiche Überschrift oder so etwas wie ein Schlüssel sein, um das, was die Kirche heute feiert, am dritten Weihnachtstag, der diesmal auf den Sonntag fällt und damit das Fest der Heiligen Familie, den Apostel Johannes so ein bisschen zur Seite drängt, aber Gott sei Dank nicht ganz. Wenn wir das an uns heranlassen, was wir da hören und was mit diesem Tag gemeint ist. Orientierung am Kind. Dieser Begriff fällt ja nicht nur oft, wenn wir vom göttlichen Kind in der Krippe hören und singen, sondern wir werden selber so angesprochen in den Texten, die wir jetzt vor allen Dingen lesen, aus der Feder des Apostels Johannes. Der spricht seine Gemeinde, spricht uns heute immer an als Tekna. Kindlein heißt das in den alten Übersetzungen. Und da ist die Verkleinerung, die ist uns natürlich heute als autonomen Subjekten ein bisschen zuwider. Also lassen wir es einmal bei Kindern. Das ist nicht diese übliche Schiene, auf der wir das heute manchmal hören. Das ist ja klar. Wir sind irgendwie nur die Kinder, die noch nicht erwachsen sind und denen man irgendwie alles sagen muss. Nein, Orientierung am Kinde macht ja vielmehr deutlich, dass Kind zu sein einer der größten Ehrennamen ist, die wir als Christen tragen, nämlich Kind Gottes zu sein. Und wenn wir noch einmal erinnern, den Zuruf von Papst Leo dem Großen, den er in seiner Weihnachtspredigt sagt, was wir in der Christmette bedacht haben, Christ, erkenne deine Würde. So gilt auch hier Orientierung am Kinde. Es ist die Würde des Kindes, die wir tragen. Papst Johannes Paul II. Hat in seiner Enzyklika Evangelium Vitae Folgendes gesagt. Am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes. Die Geburt, die als frohe Nachricht verkündet wird. Ich verkünde euch große Freude, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und dann schreibt der Papst weiter, gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt, offenbar. Und die messianische Freude, also die Freude über die Geburt Christi, des Heilandes, ist Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Orientierung am Kind. Wenn wir also jetzt neu auf dieses Kind schauen wollen, dieses Kind, das ein bisschen größer geworden ist, jetzt in ein paar Tagen. Wir hören heute das Evangelium vom 12-Jährigen im Tempel. Der ist nicht nur größer geworden, sondern offenbar in einem gewissen Sinn auch schon selbstständiger. Und wir können ja fragen, wenn die Kirche uns heute das Fest der Heiligen Familie feiern lässt und wir im Tagesgebet sagen, du hast uns die Heilige Familie geschenkt als ein großes Vorbild, dann kann man zunächst einmal Fragezeichen dahinter machen. Denn diese Familienidylle, von der wir da schnell reden, die ist ja im Sinn des Evangeliums, wenn wir auf die Texte schauen, ziemlich durchquert oder Hans-Urs von Balthasar sagt einmal, sie ist eine aufgebrochene Familie. Nicht in dem Sinn, wie viele von uns heute in aufgebrochenen Familien leben, in Klammern müssen. Nicht gibt. Zumindest nicht im normalen Sinn. Wir haben das am ersten Weihnachtstag in der dritten Messe gehört. Nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern dieses Kind ist aus Gott geboren. Ganz aus Gott. Es ist selber Gott. Da gibt es keinen biologischen Vater. Keinen Josef, keinen XY sonst.
niemand außer Gott. Und dennoch zeigt sich Josef als Vater. Er steht diesem Gotteskind als Vater zur Verfügung und macht ihn durch seinen Gehorsam, indem er auf die Weisung des Engels hört, Maria nicht verstößt, sondern die Mutter und das Kind annimmt. Durch seinen Gehorsam macht er Jesus zum Nachkommen Davids. Denn das ist die Linie. Hätte sich Josef verweigert, müsste sich Matthäus seinen ganzen Stammbaum irgendwie neu schreiben. Dann wäre er nicht der Nachkomme Davids. Es geschieht nur durch den Gehorsam des Josef, der nicht im eigentlichen, im biologischen Sinn Vater sein kann und Vater ist und dennoch sich als Vater zeigt. Diese aufgebrochene Familie einer Mutter, die doch Jungfrau ist, weil sie das reine Gefäß ist, als dass sie sprechen kann, mir geschehe nach deinem Wort. Es gibt keinen Widerstand. Wir haben das schon bei dem adventlichen Marienfest bedacht und dann immer wieder. Sie ist wirklich, wie das die Ostkirche so schön formuliert, der goldene Leuchter, der das Licht Gottes trägt. Und da ist heute der 12-Jährige im Tempel, der auf eine ganz eigenartige Weise einen Gehorsam lebt, der uns zunächst als ungehorsam, als wenn man so will, als frühpubertäre Aufsässigkeit entgegenkommt. Wir sehen heute einen 12-Jährigen, der sich von der Familie entfernt hat, von den Eltern. Mein Gott, welchem 12-Jährigen wollte man das verdenken? Der Junge braucht Abstand, sagen wir dann heute, wir, die wir alles psychologisieren. Der Junge, würden wir heute sagen, ist ein bisschen frühbegabt, gebt ihm ein Stipendium. Der kann schon die Fragen der Großen beantworten, der hat was drauf. Alles das spielt hier keine Rolle. Gott sei Dank gab es damals noch kein Stipendienwesen. Hier spielt die entscheidende Rolle, dass sich Jesus in einem tieferen Sinn als gehorsam erweist. Nämlich nicht seiner Mutter gegenüber, nicht seinem Pflegevater gegenüber, sondern dem, den er immer Vater nennen wird und als einzigen Vater nennen wird. Und von dem er schließlich auch uns sagt, ihr sollt auch niemand euren Vater nennen, denn ihr habt nur einen einzigen, und zwar den im Himmel, wie wir das nachher in der Messe wieder beten. Vater unser im Himmel. Der tiefere Gehorsam Jesu, das Verhalten Marias und Josefs weisen uns darauf hin, was denn diese heilige Familie wirklich zum Vorbild macht. Es ist nichts anderes, und ich kündige es gleich schon an, es ist auch nicht zeitgemäß, es ist nichts anderes als der Gehorsam. Kein modisches Wort, ich weiß. Ich kann es leider nicht zeitgenössischer bringen. Es ist nicht ganz up to date. Aber alle, die hier sitzen, wissen, wie notwendig gerade diese Eigenschaft ist, damit Eheleute zusammenbleiben können, damit Familien nicht auseinanderbrechen, gehorsam zu sein. Es hätte heute auch eine andere Möglichkeit der Lesung gegeben aus dem Kolosserbrief, wo in den sogenannten Haustafeln bei Paulus immer zu finden ist, seid einander untertan, wie das Jesus dann auch wieder tut. Obwohl er hier den Eltern in seiner Erkenntnis, auch den Schriftgelehrten weit überlegen ist, heißt es im nächsten Vers, er ging wieder mit ihnen und war ihnen untertan. Er war ihnen gehorsam. Aber dieses Untertansein, dieser Gehorsam, dient dieser einen Linie, Gott gehorsam zu sein. Und diesen Gottesgehorsam können wir nur einüben, indem wir das beieinander tun. Man kann das nicht oft genug auch sagen. Keine Familie, keine Beziehung, keine Ordensgemeinschaft, keine Kirche funktioniert ohne das Einüben aneinander. Der Satz, ich bin Gott gehorsam, klingt toll. Ist aber relativ billig, weil was heißt es? Ich finde keinen Zettel auf dem Nachttisch morgens, wenn ich aufstehe, wo drauf steht, was ich tun soll. Sondern es muss sich jeden Tag neu im Miteinander erweisen und das ist verdammt anstrengend. Sie wissen wahrscheinlich besser, wovon ich rede. Dieser Anstrengung, vor der wir nicht weglaufen dürfen, die wir nicht einfach hinter uns lassen können, um uns ins nächste Abenteuer zu stürzen, das ist gemeint als eine Einübung in den eigentlichen Gehorsam, der allein Gott gilt. Und so ist es Jesus als das Kind, der seine Eltern erzieht. So sehr er den Eltern untertan ist, erzieht er sie.
Und auch heute gibt es immer wieder junge Menschen, das ist interessant, wo unsere Gesellschaft so im Umbruch ist, wo sich vieles Kirchliche so auflöst, dass es manchmal die Kinder sind, Jugendliche sind, die die Eltern wieder zum Glauben hinführen. Die Tage war in der Zeitung von einem Schauspieler zu lesen, er hat noch nie im Leben Weihnachten gefeiert. Soll das auch? War ihm irgendwie immer alles so viel Kram, hat er nicht richtig verstanden. Jetzt hat er ein Kind und plötzlich geht ihm auf, hoi, da gibt es etwas zu entdecken. Da gibt es etwas zu feiern. Orientierung am Kind. Und wir sollten das ernst nehmen und wir sollten es sehen. Sie sollten schauen bei ihren Kindern, bei ihren Enkeln, die Augen offen halten, ob uns nicht die jungen Leute, ob uns nicht die Kinder wieder hinführen zum tieferen Verständnis des Glaubens. Ob es ihnen, wie es die Benediktsregel einmal sagt, ob nicht den Jüngeren das gegeben ist, was gescheiter, klüger und in diesem Sinn des Evangeliums gehorsamer ist. In dem Text, den wir als zweite Lesung hörten, ist ein Wort gesagt, das wir noch einmal als eine Zusammenfassung hören können. Das gilt für jedes menschliche Miteinander in der Einübung dieses größeren Gehorsams. Wer die Gebote Gottes kennt und hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer sich einübt, wer sich diesem Gehorsam in dem Aufeinanderhören, in dieser Gehörsamkeit, wer sich darin übt, wird erfahren, dass Gott zum Mittelpunkt wird. Zum Mittelpunkt des Lebens, zum Mittelpunkt der Ehe, zum Mittelpunkt meiner Berufung, zum Mittelpunkt der Familie. Wenn das geschieht, in allem dem, wie wir gefährdet sind in unseren Existenzen, wenn das geschieht, ist es immer dort, wo wir leben, der Beginn des Heils.